Pfeffer von Wengerberg gesagt hatte, war es in Skellige zu einer magischen Explosion gekommen. Diese hatte einen großen Teil des Waldes zerstört und schien mit Ciris Auftauchen in Zusammenhang zu stehen. Geralt machte sich auf den Weg zu den Inseln, um Anhaltspunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. Es zeigte sich, dass der Druide Moissac nicht daran dachte, die Zauberin den zerstörten Wald untersuchen zu lassen. Geralt und Yennefer suchten Jarlkrach an Kraid auf, der ihnen half, den Widerstand des Druiden zu überwinden. Und damit sage ich schon mal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir sind wieder dabei, oder ich bin wieder dabei, oder wie auch immer. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Ja, es geht gleich los, sofort, wenn der Ladebildschirm abgeschlossen ist. Wir sind in Skellige immer noch und haben jetzt einen ordentlichen Fußmarsch vor uns. Der da besteht aus 1340 Schritten, vor allem brauchen wir mal ein neues Schwert irgendwie, ne? So. Wir sollen. Achso, da standen ein paar Wachen, die jetzt. Das war eigentlich nicht meine Absicht. Okay. So, die Frage, kriege ich die jetzt? Warte mal. Du bist jetzt. Oder kann ich da hinten runter? Ich hab dich im Blick. Ja, ja, alles gut. Ich hab mir. Du hast mich auch im Blick. So, wir müssen. Kann ich hier runter? Nö, kann ich nicht, ne? Also irgendwo da unten wird wahrscheinlich die. Das Ziel sein. Na gut, dann müssen wir doch wieder weiter. Ich hab leider keinen. Leider keinen finalen. Kein Wegpunktanzeige. Doch, jetzt haben wir eine. Oh, Moment, das sind Schmiede. Bevor ich da jetzt irgendwie was weit mache, sind das muss ich da hin. Das ist eine Verzierung. So. Waffenschmied, ich muss da hin. Dringend, das muss mal sein. Bist du an einer Waffe interessiert? Jedes Stück hier hat seine eigene Geschichte. Oh, das ist nett. Zeig mir mal dein Angebot. Genau, zeig mir mal dein Angebot. Was verhökerst du? Ich brauche vor allen Dingen ein Schwert, liebe Leute. Ich brauche ein Schwert. Moment. Gucken wir mal, was wir da haben. Oh, der ist gut. Nicht genug. Die Farbe. Ach, ich habe doch zwei Münzen. Das ist doch zum Kotzen. Dann verkaufen wir erstmal so ein bisschen unser Zeug, weil ich ja nicht bin, brauche ich nicht. Das, was wir so ein bisschen nicht brauchen. Verticken war schön. So, jetzt guck mal, was ich da habe. Okay, dann können wir das nicht machen. Warte mal. Verzählbares brauchen wir nicht. Questgegenstände. Handwerk. Genau, den Kram ist vorher. Step by step verticken. Auch wenn es nur ein bisschen was ist. Auch wenn es nur ein bisschen was ist. So, jetzt muss ich gerade gucken, was war. Wie viel kostet das Schwert hier? 600, okay. Warte mal. Halt. So, plus 40, plus 40, plus 7. So, das gehört uns.
Das wollte ich nämlich machen. Wiedersehen. Oh, Entschuldigung. Ja. Ich muss mein Schwert mal kurz im organisieren. So, jetzt habe ich das auch wenig. So, jetzt kann ich mal kurz gucken, mein Inventar. Weil eigentlich müssten wir jetzt tatsächlich ein gutes Schwertchen haben. So. Ha. Wunderbar. So, das war auch die Planung an der Sache. So, das habe ich jetzt gerade mit der Maus genutzt. Jetzt braucht man jetzt können wir die Reise antreten, weil jetzt habe ich vernünftige Rüstung. So, es dauert natürlich jetzt wieder ordentlich Zeit. Puh. Ja. Wir haben einen guten Fußmarsch vor uns. Momentan 1200 Schritte, aber ich glaube, wir werden jetzt gleich Plätze berufen. Weil du brauchst mir jetzt keine Weltkarte öffnen. Ich weiß warum. Weiß ich gar nicht, wieso der immer random die Weltkarte öffnen will. Das ist so, keine Ahnung. Warte mal, ich muss mal gerade kurz was suchen. Ich meine Ladekabel. Ladekabellunge. Ich muss euch ein bisschen vorproduzieren, deswegen werden die Folgen heute ein bisschen kürzer werden. Also seht es bitte nach. Wenn immer nicht. Gute Information. Wenn die Folge ein bisschen kürzer werden, wenn wir nicht wirklich viel geschafft bekommen, liegt einfach daran, dass ich jetzt in der Woche ordentlich vorproduzieren will, muss für euch, dass da nichts ausfällt, weil ich das komplette Wochenende weg bin. Ich bin von Freitag bis Montag weg. Also ich habe vier Tage weniger zum Vorproduzieren, zum Aufnehmen. Gott sei Dank habe ich schon einige Projekte vorbereitet, soweit, dass ich erstmal schaffen kann. Dirt ist zum Beispiel, Dirt 4 ist zum Beispiel abgearbeitet. Bis Ende nächster Woche, das ist kein Problem. Formel 1 mache ich heute oder morgen noch fertig, dass das am Wochenende kommt. So. Nö, ich will keinen Scheiß mehr. Komm, wir holen unser Pferdchen. Wo ist das Pferdchen? Hallo! Plätze! So. Los, lauf! Gut. Also mein Ziel ist es so, die Folge um die Viertelstunde zu halten. Da sind wir einfach Gegner gewesen. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich da auch jetzt gerade nicht Lust drauf. Es sind nämlich 14 halt Banditen gewesen. Aber, das ist auch unser Level. Wir sind ja mittlerweile Level 14. Obwohl Skellige mittlerweile ansagt Level 16. Deswegen, also wir kriegen es wahrscheinlich hin, Level 16er zu holen. So, 1000 Schritte noch. Also wir haben noch ordentlich was vom Fußballspiel. Wir waren jetzt. So, hier müssen wir lang. Wir sollen Jennifer treffen immer noch. Am Ort des magischen Kataklysmus. Also es kann durchaus passieren, je nachdem wie viel jetzt noch unterwegs passiert, dass wir tatsächlich nur diesen Weg dahin machen und den restlichen Teil in der nächsten Folge abarbeiten. Kann alles so vorkommen, kann alles passieren. Und wenn ich mir gerade so ein bisschen auf die Zeit achte, wird das wahrscheinlich ein bisschen, weil, ja gut, wir haben leider nicht viel. Wir haben jetzt ja nicht viel. Gut, wir haben jetzt ein neues Schwert gekauft, wir haben jetzt ein bisschen Zeugs verkauft. Und wir haben ja 1000 bezahlt, um alleine um hierher zu kommen. Ich gehe davon aus, hoffe, dass wir wieder einiges recht bekommen an Kohle. So, gute Hälfte haben wir. Na, vielleicht kriegen wir doch ein bisschen was geschafft. Ja, mal gucken. Wie gesagt, seht es mir nach, wenn es nicht so ist. Neue Markierung, Banditenlager. Wahrscheinlich hier links, aber das ist gerade ärztlich. Uninteressant, das lassen wir gerade mal ein bisschen außen vor. Man muss, oder ich will ja nicht alles gleichzeitig mitnehmen. Also ich will auch schon ein bisschen Story genießen. In erster Linie ist die Hauptstory das Ziel. Wie bei vielen Spielen auch. Naja. So, 500 Schritte haben wir noch. Da waren, glaube ich, gerade irgendwelche Viecher. Aber das ist, ich glaube, könnten auch die Hunde gewesen sein, die wir gerade vorbeigeritten sind. Naja. So.
So viel haben wir nicht mehr. 300 und noch was Schritte. Also es sind jetzt hier alles Gegner natürlich, wo wir noch nie waren. Wie gesagt, wie auch. Das ist das erste Mal überhaupt, dass ich diese Story spiele. Und wahrscheinlich auch das einzige Mal. Ah, ja. Uiuiui, das sind ein paar Gegner gewesen. Aber nochmal, ich lasse Venom Gegner, soweit es geht, jetzt erstmal Nebensache sein. Und nur wenn wirklich Gegner vor uns stehen oder wirklich die ganze Zeit wir kämpfen müssen, dann werde ich damit auch bekämpfen. Ansonsten ist es herzlich und interessant, auch wenn es Erfahrungspunkte gäbe oder gibt. Oh, vor allen Dingen sind das Level 20er. Die nehmen wir. Die lassen wir komplett außen vor. Das interessiert gerade herzlich gar nicht. Uiuiui. Oh, warte mal. So. Neumarkierung, Druidenlager. Also hier schauen wir wohl hin zu müssen. Was? Aber die Maske des Ouroboros ist kein Spielzeug. Hast du überhaupt eine Ahnung, was passieren kann, wenn du die Maske benutzt? Welche Konsequenzen es haben könnte? Nein, du aber auch nicht. Also keine Panik. Man kann euch bis zum anderen Ende der Insel hören. Gut. Sollen doch alle erfahren, dass Jennifer von Wengerberg eine gewöhnliche Diebin ist. Pass auf, was du sagst, Druide. Ich habe nichts gestohlen. Ich habe mir nur etwas geborgt. Und ich werde es auch zurückgeben. Wie großzügig! Da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn die Maske einmal benutzt wurde, ist sie nutzlos. Mal ganz abgesehen von dem Risiko, uns und alle Inseln lebendig zu begraben. Was? Begraben? Wovon redest du? Sie hat's dir nicht gesagt? Das dachte ich mir schon. Der Legende nach erschuf Ouroboros eine Maske, nachdem die neidvolle See seine große Liebe verschluckt hatte. Er konnte es nicht ertragen, seine Geliebte niemals wiederzusehen. Also schuf er die Maske, um damit in die Vergangenheit zu schauen. Aber er wusste, dass er sie nur ein einziges Mal benutzen konnte. Also wartete er. Er wartete, bis sein Verlangen unerträglich wurde. Als die See von der Existenz der Maske erfuhr, reagierte sie sofort. Sie tat kund, dass jeder, der die Maske benutzt, sich ihren Zorn zuziehen würde. Sie würde sich in ihrer Rache erheben und alles und jeden unter sich begraben. Wurde sie schon einmal benutzt? Es hat also niemand die Maske je benutzt? Nein, aber... Du weißt also nicht, ob und wie sie funktioniert. Doch, die Mythen berichten davon. Du glaubst an die Mythen? Nur Dummköpfe verharmlosen ihre Bedeutung. Und hier stehen nicht die Mythen am Pranger, sondern die Diebin. Versetze ich mal in die Lage von Jennifer. Ich werde nicht in Schutz nehmen. Dann tu's auch nicht. Aber versetz dich mal in ihre Lage. Sie will dich damit nicht ärgern. Sie macht es wegen Ciri. Ich weiß, dass es hier um Muttergefühle geht. Aber das ist keine Rechtfertigung. Die Maske von Ouroboros gehört Skellige und sollte für das Wohl der Inseln genutzt werden. Wenn Jennifer die Maske benutzt, verliert sie ihre Macht und... Kawabum. Was war das? Das frage ich mich auch gerade. Nein! Jennifer hat die Maske benutzt! Ja, blöd, wa? Das ist mal scheiße gelaufen. Ach, das ist dieser Mäuszack, wo wir das Labor durchsucht haben. Na gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play The Witcher 3 und dann finden wir heraus, was da jetzt gerade so abgegangen ist und warum das Wetter gerade so blöd gelaufen, so scheiße geworden ist. Naja, bis dahin und auf Wiedersehen. Ich wünsche euch was. Ich sage ja, ich muss vorproduzieren. Ich habe nicht wirklich
Die Folge mache ich ein bisschen was länger heute, kürzer heute, damit ich auch ein bisschen was mehr schaffe. Ich habe heute noch ein bisschen Programm. Bis dann und tschüss.